Willkommen bei großtricks.de. Ich stelle euch heute ein Schiff vor, das mal nicht ein ganz neues, ganz riesengroßes ist. Es hat keine Achterbahn, keine Wasserrutschen, keine 25 Bars und 15 Restaurants. Es ist ein kleineres Schiff, aber dann auch wieder nicht zu klein. 2100 Passagiere, nämlich die Eurodam von Holland America Line. Ein Schiff, das sich wunderbar für Reisen eignet. Ja, wie Reisen, auf der ich gerade bin, nämlich von Fort Lauderdale 14 Tage durch den Panama-Kanal, entlang der Westküste, ja, mit Guatemala, mit Costa Rica bis nach San Diego. Also ein Schiff, das groß genug ist, um auch mal ein bisschen Seegang zu überstehen, ohne dass es gleich ganz ungemütlich wird. Auch ein kleines bisschen Auswahl an Bars mit sehr viel Live-Musik bei Holland America Line. Sehr typisch und sehr, wie ich persönlich finde, sehr, sehr schön. Durchaus auch ein Theater mit Shows. Vor allem auch eben einen großen Pool am Heck mit Holzdeck und auch ein umlaufendes Promenadendeck mit Teakholz. Also ziemlich genau ein klassisches Kreuzfahrtschiff, was man sich auch für längere Routen wünscht. Also kommt mit an Bord, ich zeige sie euch. Thank you.
Das ist also die Eurodam. Ich verabschiede mich von euch, von diesem Schiff, aus dem wunderschönen Hafen Huatulco in Mexiko. Ein ganz kleiner Hafen, an dem man auch wieder zeigen kann, wofür dieses Schiff wirklich toll geeignet ist. Nämlich groß genug, um eben auch ein bisschen längere Entdeckerreisen zu machen. Klein genug, aber eben auch, um in so schönen kleinen Häfen wie hier anzulegen. Wunderschöne Badebuchten hier rundherum. Tolles Essen in Mexiko sowieso immer. Also wirklich ein sehr schönes Schiff, genau für solche Entdeckerreisen. Jetzt schaut mal bei cruisetricks.de rein, da haben wir natürlich Bildergalerie, ausführliche Schiffsporträt, auch einen Reisebericht von dieser Reise durch den Panama-Kanal und den Häfen drumherum, die wir in den 14 Tagen gemacht haben. Also ganz viel weitere Informationen über die Eurodam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Franz Neumeier, cruisetricks.de.